Kunst bietet den ultimativen Austragungsort für Reflexion, individuellen Ausdruck, Freiheit und zugleich für grundsätzliche Fragestellungen. Kunst ist also eine besondere Ausdrucksform des Menschseins und findet hier auf der Biennale von Venedig ihren Ausdruck. Die Länderpavillons in den Giardini stehen wie auf einem Olymp. Und ich bin sehr stolz, ein Land zu repräsentieren, dessen Künstlerinnen und Künstler seit 1895 einen angestammten Platz in Venedig einnehmen. Diese Kunstveranstaltung wird von enormem Interesse begleitet, nicht nur medial, sondern vor allem, und das ist viel wichtiger, von der Fachwelt und ist ein Schaufenster für die internationale Kunstwelt und das Kunstschaffen. Ich habe heute in der Früh im Radio noch ein Zitat gehört von Joseph Beuys, das ich auch aufgrund der aktuellen Ereignisse im Inland an das Ende meiner Rede stellen möchte. Ich zitiere: Das einzig Revolutionäre und die einzig revolutionäre Kraft ist die Kreativität. Die einzig revolutionäre Kraft ist die Kunst. In diesem Sinn vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und der österreichische Pavillon ist eröffnet.